freier Tag zu meiner Verfügung hat immer was mit Wandern zu tun. Das schon seit mehreren Jahren so, weil mir das einfach Spaß macht, weil das mein Hobby ist. Der ganze Lahn-Wanderweg ist ein sehr abwechslungsreicher Weg auf dem Abschnitt von Villmar nach Runkel. Da kann man sehr viel erleben und sehen. Es ist auch einer meiner Lieblingsabschnitte. Und man geht dort von Villmar aus durch das Naturschutzgebiet, die Wehrlei von Runkel. Und es ist wunderbar. Man geht also wirklich durch unberührte Natur. Man sieht die Tiere dort. Wenn man früh morgens unterwegs ist, sieht man Rehe. Man hat dann zwischendurch Ausblicke auf die Lahn. Die Lahn ist ja ein Paradies für Kanufahrer. Ab Marburg bis runter zur Mündung ist die Lahn paddelbar. Man hat die Schleusen, wo man aussteigen muss, wo gerade Kinder das auch toll finden, wenn man an der Kurbel dreht und die Schleuse öffnet, die anderen Kanufahrer reinlässt und auch wieder rauslässt und wieder einsteigen muss ins Kanu. Das ist eine tolle Sache. Meine Frau sagt immer, beim Wandern sofort fühlt man sich wie im Urlaub. Da braucht nur ein Tag sein, man läuft los, man vergisst alles, man schaltet viel weg und man spannt aus und man fühlt sich sofort wie im Urlaub. Und das braucht gar nicht weit weg sein, das um die Ecke fängt das an.